Ich bin jetzt nach der Muppet Show. Ja, grüß euch, liebe Gartl- und Werkeln-Fans. Es ist ja schon eine Zeit her, seit wir das letzte Video gemacht haben. Ganz genau irgendwann im Mitte April. Zu Ostern. Da war ja das Thema das, ich mag keine Bienen. Hm. Und der einzige Kontakt zu den Bienen war, bis wir gestochen haben. Als Kind. Ja, und der Honig am Brot. Und der Honig am Brot, der ständig runterrennt. Ne? Mittlerweile hat sich das ja ein bisschen geändert. Wir sind stolze Besitzer von 3 Bienenvölkern. Momentan noch. Ja. Wir haben Höhen und Tiefen erlebt seit Juni. Wir haben uns ganz schön herpflanzt. Fragezeichen in die Augen. Unglaubliche. Aber sehr lehrreich. Ahnungslosigkeit von links bis rechts. 27 Meinungen pro Imker. Und wissen du nicht, was wirklich los ist. Ne? Also es war schon sehr aufregend. Abenteuerlich. Wir sind wirklich durch Täler der Tränen gegangen, haben Erfolge erlebt, die eigentlich keine waren, und die Bienen haben im Prinzip die Oberhand gehabt und uns eigentlich gesagt, dass es nur mit der Natur geht und die hat die eigenen Spielregeln. Genau, weil theoretisch sollten die ja wissen, was tun. Ja, so war der Plan gewesen. Das ist unser Plan B, dass immer noch die Bienen wissen, was zum Tun haben. Wenn der Imker einen Scheiß baut. Wir haben sie gekriegt, ungefähr so Anfang Juni um und um. Relativ spät. Genau, weil wir sind quasi so Quereinsteiger gewesen in der Hälfte vom Jahr. Und haben ja keine Ahnung gehabt. Die Imkerkurse, die Ausbildungen haben wir ja quasi schon vorher erledigt gehabt. Das passt allerdings. Die Verknüpfung von der Theorie zur Praxis dann zum Bienenbesitzer bzw. später irgendwann zum Imker zu werden, das ist ein brader Weg. Das ist meistens anders, als wenn man es lernt. Genau. Man muss da ein bisschen flexibel sein, ne? Sagen wir es einmal so. Ne? Ja, wie auch immer, wir haben es auf alle Fälle gekriegt im Juni, dann haben wir es geholt, 3 Kehrschwärme plus Königinnen. Das hat eigentlich eh ziemlich gut funktioniert. Das Problem ist halt, wenn du dann einmal so 60.000 Mädels im Auto heimfährst, dann sollte das halt keinen Fehler machen und nichts daneben gehen, weil sonst hast du echt ein Problem. Ne? Das haben wir soweit geschafft. Sie haben auch überlebt, die paar Kilometer, bis wir daheim waren. Es war relativ warm damals, muss man auch sagen. Also wir haben sie immer eingesprüht, so wie es uns empfohlen worden ist, dass sie nicht verbrausen. Und dann haben wir es daheim einlogiert in die Bienenbeuten, die haben wir ja fertig gekauft. Also wir haben ja eine Grundausstattung, Bienenbeutel und Bienen haben wir ja gekauft. Das ist für die Neueinsteigerförderung war das eine Voraussetzung quasi. Die haben wir mittlerweile auch gezahlt gekriegt. Damit wir die Neueinsteigerförderung ausgezahlt gekriegt haben, haben wir ein Schreiben gekriegt, dass wir 15 Euro Spesen zahlen haben müssen. Ja, das war Hammer. Das war super. Und 1,5 Monate später haben wir es dann quasi gezahlt gekriegt. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte, das ist erledigt. Es ist okay, muss man auch sagen. Genau, dann haben wir es gekriegt, dann haben wir es heimgeführt. Einlogiert, das hat soweit funktioniert. Als erstes haben wir die 3 Stöcke quasi in unseren Ersatzgarten gehabt, alle 3 auf einmal. Da war halt immer das Problem, der Imker ist halt neugierig und will gern schauen. Ne? Man sagt ja im Endeffekt, du hast 3 Völker, eins zum Überleben, eins stirbt weg und eins zum Schauen, mehr oder weniger. Ne? Mittlerweile haben wir es aufgeteilt, wir haben 2 Stöcke im größeren Garten und ein Stock steht neben einem Haus, wo wir halt immer schauen. So ist das. Ne? Ich muss aber sagen, also 2 haben wir relativ starke, die haben wir sehr, sehr gut eingefordert. Die sind groß, das ist so richtig eine schöne Bienenkugel. Eins ist relativ schwach und sehr, sehr aggressiv. Aber wir rechnen damit, das heißt immer, es gibt ein Drittel Ausfall. Wir rechnen damit, dass das wahrscheinlich der Stock wird, der was am schwächsten ist. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, haben wir uns, glaube ich, wacker geschlagen mit etlichen Stichen. Einmal ein Totalausfall von mir, mit sauren auch. Dann ist der Martin drauf gewesen. Genau. Aber generell, muss ich sagen, haben wir das, glaube ich, recht gut hinbekommen. Mittlerweile ist die Hemmung von mir Bienen gegenüber eigentlich auch schon gefallen. Das ist relativ rasch passiert, wenn du dann stolzer Besitzer von so einem Bienenstock bist. Und es ist das Beste ist sowieso das. Der Stock, der neben dem Haus steht, ist ja quasi unser Schaustock unter anderem. Ne? Der steht 2 Meter neben dem Haus. Und wenn wir im Sommer auf der Terrasse gesessen sind, haben wir halt immer Bienen-TV geschaut. Ne? Dann sind wir 1,5 Meter entfernt von dem Stock vom Einflugloch gesessen und haben deppert zu den Bienen geschaut.
stundenlang. Ich meine, das klingt jetzt für jemanden, der keine Bienen hat, relativ seltsam. Aber man muss sagen, Punkt 1 ist es sehr beruhigend. Punkt 2 lernt man daraus viel. Und das ist, es ist voll aufregend irgendwie. Faszinierend. Es ändert sich alle paar Sekunden irgendwas, obwohl es die gleichen Viecher sind, die schauen alle gleich aus. Ja, so ist auch nicht inzwischen, kann ich mir auch schon ein bisschen Unterschiede. Ja, das schon, aber eigentlich ist immer das Gleiche. Ne? Aber die Beobachtung ist durchaus sehr interessant, muss man sagen. Ne? Und am Anfang, wir haben ja geglaubt, die Bienen sind ja relativ intelligent. Ne? Haben wir so gehört, haben wir gelernt und geht schon. Ne? Im Schwarmverhalten sind super. Also viele Bienen erzeugen quasi eine gute Intelligenz, mehr oder weniger. Ne? Eine einzelne Biene ist eher botschert. Und das hat sich eigentlich auch bestätigt. Ne? Also, so war die Wahrnehmung in die ersten paar Tage. Dann sitzt man da vor dem Flugloch, also seitlich halt, ne? Sitzt man vor dem Flugloch und denkt man, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jede zweite Biene fliegt in die Beute rein, und zwar voll in die Wand. So, 15 cm oberhalb vom Landeplatz, vom Flugloch, volle Wäsche in die Wand. Dann ist Damisch, fällt oben und krabbelt rein. Da hat es was, ne? Ja, da hat es das gehabt, dass die Kolleginnen so derartig schwer waren. Entweder war die Honigblase so voll oder sie waren so dick mit Pollen bebockt, mit richtig schönen Pollenhöschen, gelbe, orange, braune, rote, alle Formen haben wir dabei gehabt. Haben durchaus. Und durch das, dass sie so schwer waren, haben sie natürlich einen relativ, wackeligen Anflug aufs Flugbrettel gehabt und haben sie halt hier und da verfehlt. Aber volle Wäsche in die Mauer quasi, ne? Mit Anlauf in die Mauer, so wie die Menschheit teilweise auch macht. Ne? Ja, genau, richtig, ja. Die Bienen fallen runter, krabbeln rein, denen ist es wurscht. Ne? Die Menschen wird es halt ein bisschen anders darstellen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Einschubboden, die Rohrwindel, das kommt unten am Boden rein, von dem Volk, was die Nicole gesagt hat, das relativ schwach ist momentan. Das wird wahrscheinlich, so wie es ausschaut, jetzt nicht mehr überleben. Also das nächste Jahr nicht überleben. Das war ungefähr so, wie wir es eingewintert haben im November, Handball groß, also so ungefähr. Mhm. 10 cm, 12 cm im Durchmesser die Kugel. Das ist zu wenig. Davon sind jetzt da wahrscheinlich schon zumindest eine Handvoll ist ausgestorben. Die Flegobi werden ausgerammt. Und eingefordert sind sie gut normalerweise, aber die Bienenmasse wird zu gering sein. Da, so wie wir es gesehen haben, wir haben im November, Mitte November haben wir die Böden ausgetan. Bis dorthin waren unsere Bienen alle drei in, also zumindest zwei in Brut. Bei dem Volk dürfte die Königin nicht mehr legen oder nicht mehr im Volk sein. Das heißt, wenn da keine Königin drinnen ist, werden sie wahrscheinlich im Frühjahr sterben, beziehungsweise man könnte es noch vereinigen, dass man die Bienenmasse aufholt. Wir müssen schauen, wie sie das tut, aber wir rechnen einmal ein Drittel weniger. Außer es ist eine Königin drin und das startet wieder durch, weiß man nicht. Wir hätten keine gefunden. Und man merkt an den Bienen, sie sind enorm aggressiv, absolut, also du kannst nicht einmal zu wie gehen, also das sind das schon auf Verteidigung. Genau, das schaut ungefähr so aus, sie sitzen. Also wir haben eingewintert auf 9 oder 10 volle Waben, weil man, je besser, desto gut, aber ist halt auch nicht immer so. Fürs erste Jahr haben wir es halt einfach so gemacht. Ne? Die Bienen sind dann da in der Mitte gesessen, quasi eher am vorderen Rand. Da war dann frei, da war auch frei, da kommt dann ein Wärmeschied rein, jetzt dann. Und das, was da unten ist, ist teilweise aufgeknapperte Wachsbresel. Also von den Futterreserven? Von den Futterreserven, beziehungsweise teilweise vom Brütner. Ein bisschen Wachsmotte war dabei und sonstiges Geschichtel. Also das, und die Varroen natürlich. Ne? Deswegen haben wir das aufgehalten. Das ist jetzt leider vom Wind schon ein bisschen abgewahrt gewesen. Das ist die Varroa-Windel von dem Stock, der neben dem Haus steht. Der war eigentlich auf 11 Waben komplett voll. Also der Herbst fast nicht mehr so schwer ist. Im November hat der mehr oder weniger 11 besetzte Waben gehabt. Davon sind jetzt mittlerweile 2 oder 3 Handvoll, also so ungefähr 2 oder 3 Handvoll Bienen rausgefallen. Also die sind schon tot, die sind dann ausgerammt worden von den anderen. Und da sieht man, die sind quasi von vorn bis hinten präsent. Natürlich auch eher da im vorderen Drittel sitzen es dann alle. Da haben wir teilweise das Problem gehabt, dass es zu feucht war. Jetzt ist teilweise ein bisschen ein Schimmel gewesen. Muss man dann schauen, wie es sich entwickelt. Der war relativ dreckig. Ist aber sehr viel Bienenmasse drinnen. Und das ist der andere. Das ist jetzt schon ein bisschen älter. Also das liegt jetzt schon einen Monat um ungefähr. Dadurch ist es leicht schimmelig geworden.
Das ist der, der im größeren Garten ist, der zweite. Der war ebenfalls auf ca. 10, 11 Waben voller Bienen. Da sitzt die Bienentraube eher dann in der Mitte, zumindest im November. Da kommt dann wieder im Bienen, also in der Beute drinnen, ist da ein Spalt ungefähr, 2-3 cm links und rechts. Da kommt dann das Thermoschild rein, das wir uns ja heuer quasi bis jetzt erspart haben. Unser Plan war halt jetzt dann, nach Weihnachten nochmal die Winterbehandlung machen. Wir dann noch Salzsäure verdampfen. Mit dem haben wir eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt im Oktober haben wir eine Blockbehandlung gemacht, also 5-mal einen Monat lang, oder nicht einen Monat, 24 Tage durch, dass ein Brutzyklus quasi abdeckt ist. Damit haben wir relativ viel Varroen wahrscheinlich erwischt. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt halt die Winterbehandlung kurz nach Weihnachten in der brutfreien Zeit, so hoffen wir es. Es ist relativ warm draußen, es ist schon eher so wie im Anfang März. Schnee ist gar keiner, regnen tut es im Endeffekt. Dafür waren wir auch über natürlich, wo wir es nicht gemacht haben, relativ fleißig. Also wir haben auch Honigschleider renoviert. Da kriegt es dann ein Video dazu. Das zahlt sich jetzt aber schon locker einmal 7 Monate. Ich komme einfach nicht weiter. Dort, wo die Kamera jetzt draufsteht, das ist quasi die rollbare Honigschleuder, das ist super. Also brauche ich kein Stativ hernehmen. Allerdings ist das so ein großes Drum, dass das in halbem Keller quasi wegmacht. Ne? Ein bisschen übertrieben. Naja, ein Quadratmeter und ca. 1,30 Meter hoch. Und wir sind aber froh, dass wir das gekriegt haben. Wir haben es renoviert. War nicht ganz einfach, hat auch eigentlich relativ viel gekostet, aber noch immer weniger, als wie wenn du eine eigene in der Größenordnung kaufst. Ne? Muss man auch sagen. Allerdings ist es nervig und aufreibend. Ja, genau. Ja. Dann ist der Martin gerade dabei, dass er versucht, eine Bienenkäste zu bauen. Genau. Das schaut so aus, so ungefähr. Wir haben ja gelernt, eigentlich in der letzten Zeit, die Bienen ist wurscht, was drinnen wohnen. Also die sind da nicht hakelig. Und wenn's im Normalfall wohnen sie eigentlich in einem hohlen Baumstumpf irgendwo, wo sie halt ein Lokal finden, wo sie reinkommen, wo sie verteidigen können, wo genug Raum ist, dass sie ihre Waben bauen können. Also es ist eine echt wurscht. Und wir haben wirklich sehr, sehr tolle Bienenhäuser gekauft oder Bienenwohnungen gekauft. Sind super, sind tolle Tischlerarbeit, nur man muss sagen, es ist auch Holz, es ist den Witterungsverhältnissen ausgesetzt und haben gesagt, okay, die halten auch nicht ewig. Und wenn es dann alle 3-4 Jahre sowas neu kauft oder ein kürzeres Intervall kommt, wenn wir darauf an, wo es stehen, das geht dann schon ganz schön ins Geld. Vor allem, wir haben heuer keinen Honig rausgenommen, wir haben ihnen alles lassen. Dadurch sind sie sehr friedlich und sehr beruhigt gewesen, die Bienen. Jetzt haben wir gesagt, okay, dann probieren wir was anderes. Naja, eigentlich sind sie ja die Paletten stehen ja da rechts und links oben. Ihr werdet es eh sehen, irgendwo ist das Einblend da. Da habe ich also relativ viel Steher rausgebracht aus den großen Paletten. Es war, ja, das waren sicher 30, 40 Steher, was sie so über das Jahr oder über die letzten Jahre angesammelt haben. Da geht natürlich noch mehr, jetzt wo ich weiß, dass wir es sinnvollerweise für was anderes verwenden können. Ne? Bin hergegangen, okay, habe gesagt, hab das Muster von der Beute, von der Zage hergenommen, was wir gekauft haben. Das sind Holzzagen. So aus. Das ist quasi, wir haben ja Tatant. Wir haben einen Brutraum, der ist doppelt so hoch als wie eine Holzzage. Also zwei Holzzagen sind ein Brutraum und dann kommen die Honigräume oben drauf im Endeffekt. Und ich habe jetzt gesagt, ich pfeife auf das. Das ist mir komplett wurscht, ich unterstütze die ganze Imkerei-Sache nicht mehr. Wir machen das jetzt selber, zumindest probieren wir es, wenn es nicht geht, müssen wir es eh kaufen. Wir werden jetzt da alles nur mehr Halbzagen bauen, dadurch sind wir flexibler. Brauchen wir nur kleine Kästen bauen, erstens ist es leichter zum Herumstellen und zweitens bist du flexibler im Einsatz. Ne? 4 Halbzagen sind im Endeffekt auch eine komplette Beute und wenn ich mehr Honigräume brauche, dann brauche ich nur die hernehmen im Endeffekt. Ne? Das ist wie gesagt unser Muster. Circa in der Außenlänge ca. 50 cm und also 50 x 50 quadratisch quasi. Ne? Da bin ich hergegangen und habe gesagt, gut, aus den Palettensteher machen wir uns solche Stäbe. Das Ganze wird dann Stab verleimt. Schaut im Endeffekt dann so aus. Das ist quasi ein Bredel mit ca. 160 mm, halben Meter lang. So, ne? Zusammenpickt, abgehobelt, geschnitten und dann dementsprechend die
Führungen eingefräst, soweit bin ich aber noch nicht, weil ich noch nicht weiß, wie es funktioniert. Genau. Und das Herrliche an der ganzen Geschichte ist, da bleiben mir so viel Reste über. Bastelholz für mich. Ja, unter anderem. Ne? Ja, unter anderem kann man da echt ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschenke machen. Passt ja auch gerade zum Thema. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, Home tut eigentlich eh auch jeder alles. Ich wollte immer mal ein Vogelhaus haben. Aber das, was man so zum Kaufen kriegt, die gefallen mir nicht, kommen weiß Gott irgendwo her. Ist auch nicht so super. Zwecks Ökobilanz und so. Und so haben wir gesagt, okay, dann machen wir es die Restl. Ein Futterhäuschen. Diesmal jetzt mit dekorativer Schleife für Weihnachten. Ganz einfach, relativ simpel, aus den Restl für die Paletten. Wird zusammengeschnitten, zusammengeschrauft. Das ist ein Milchflasche, die was nächstes Jahr bei uns in Österreich zu Mehrwegflaschen wird, das finde ich super. Ich habe mir die alle aufgehalten, wir haben die Etiketten aber dann. Man kann unten den Verschluss aufmachen und dann löst er das schon langsam runter. Wenn man sehr feines Futter hat, muss man halt unten ein größeres Blatt machen, dass nicht gleich alles auf einmal rauskommt, weil die Amschel sind ja Raumviecher. Die wurden das ja alles raus und dann liegt nämlich alles im Raum und nehmen ein Futterhäuschen drinnen und die Kleinen haben nichts davon. Das heißt, man macht, schaut, dass der Ausguss oben relativ klein ist. Und so haben eigentlich bei uns im Garten, wir haben eine ganze Vogelgänge inzwischen, kommen die ja Wochen damit aus. Ich finde, das ist eine liebe Idee und das sind heuer unsere Weihnachtsgeschenke. Genau, und wenn ihr dann die Blätter zwingen, wegkriegen wollt. So, auf alle Fälle schaut es so aus. So was, das war ja der Optimalfall, ne? Allerdings, weil ich ja ganz schlau war, ich einen Fehler gemacht habe, ist sowas rausgekommen. Ihr seht, ich bin ein bisschen weiter weg vom Moos. Das heißt, ich habe es umdisponieren müssen. Jetzt ist es so, muss man. Zuerst habe ich alles auf einmal geklemmt. Ist natürlich voll in die Hosen gegangen, kommt ein riesiges Brett raus und ist sehr unhandlich, weil Kreissack habe ich keine. Ich habe mir so Handkreissack quasi stationär umbaut mit so einem Kreissägentisch, schaut ein bisschen wild aus, funktioniert aber nicht schlecht. Und im Endeffekt mache ich es jetzt so, ich leime quasi immer so 5 zusammen, dann habe ich so circa solche Geräte, die brauche ich dann nur kürzen, hobeln und damit ist der Arbeitsablauf schneller, effizienter und du hast nicht solche Brettel im Endeffekt. Ne? Das funktioniert recht gut. Von dem ganzen Palettenholz, also ich zeige es euch jetzt nicht, aber im Endeffekt da hinten im Eck, seht ihr das? Im Endeffekt haben wir mein Kastel. Genau. Also nicht fertige Kastel. Aber es geht nicht. Genau. So weiter, ne? Was haben wir vorher noch gesagt? Futterthema. Nein, 200 solche Platten kriegt man ungefähr zusammen, sind 50 Zagen, also da geht schon einiges. Und das ist auch noch für sich unsere Reserve fürs Frühjahr, wenn die Bienen in Schwarmstimmung kommen. Ich möchte es so weit machen, dass wir dann ein Material haben, wenn wir es brauchen, weil sonst läuft uns quasi die Zeit davon. Und wenn du es dann online kaufen musst oder beim Tischler oder beim Bienenhandel, dann ist es wahrscheinlich ausverkauft, weil dann halt jeder auf die Idee kommt. Ne? Genau. Und falls das nicht wird, falls die Bretteln nicht gescheit sind, dann wird es halt ein großes Osterfeuer. Ganz einfach. Plan B. Das ist der Plan B, genau. Ja, dann noch ein großes Thema ist auf alle Fälle die Fütterei einfüttern. Da haben wir ja auch ewig viel Meinungen gehört. Im Endeffekt sind wir auf das verblieben. Wir füttern mit Zuckerwasser, in der Regel 3:2, das hat sich auch soweit bewährt. Haben wir ein bisschen was experimentiert. Am Anfang ein bisschen flüssiger, damit die Bienen angeregt werden zum Bauen. Damit die ganze flüssige Brühe irgendwann unterkommt, müssen sie einfach schneller bauen. Ganz einfach. Das war am Anfang, wie wir den Schwarm quasi einlaschiert haben, eingeschlagen haben in die Bienenbeute, da haben wir nur Mittelwind eingehängt, ohne, also fertige, nur Mittelwind halt. Ne?
damit die Bienen dann die Waben bauen, und das restliche Jahr haben wir eigentlich 3 zu 2 gefüttert. Das haben wir, hat relativ gut funktioniert. Ne? Mhm. Wir haben circa, naja, so gute 200 Kilo Zucker haben wir gekauft, also in Aktion. Zuerst haben wir die Kilo gekauft, weil es halt einfach beim Discounter einmal relativ günstig war, und dann haben wir die 25 Kilo Säcke gekauft, und die sind teilweise gleich, kosten gleich viel als wie beim Großhandel, und da waren wir eigentlich relativ überrascht. Ne? Ja. Sie sind halt ein bisschen unhandlicher, wir werden uns so eine Einfüllbox machen, wo wir, momentan haben wir mit einem 10 Liter Kanister abgefüttert, also immer abgemischt gefüttert, weil das ist einfacher zum Einfüllen einfach. Wir haben das ganze Jahr eigentlich 3 A-Damm-Fütterer gehabt, so Flüssigfütterer, die Breite von der Zage, wo halt dann ist Zucker, was reinkommt, und die Bienen sich das von dort abnehmen. Das hat teilweise gut funktioniert, teilweise war es aber relativ, hat es nicht funktioniert. Also, nächstes Jahr machen wir es nicht. Wir werden es nächstes Jahr ein bisschen anders machen. Natürlich, die Fütterer werde ich weiterverwenden. Ich habe es mit einem Kälterlack ausgestrichen, sodass das wasserdicht ist. Und das hätte auch funktioniert, soweit. Also Kälterlack funktioniert gut. Aber die Innenflächen, also die Kanten, wo die Hützel aufeinander treffen, waren mit Silikon bestrichen bzw. abgedichtet, und da hat der Kälterlack nicht gehalten drauf. Jetzt ist es so, dass teilweise unterhalb dort zum Schimmeln angefangen hat, und wenn das Zuckerwasser länger drinnen war und nicht gleich abgenommen worden ist, dann ist es halt nicht mehr so rosig gewesen. Ne? Das werden wir auf alle Fälle fürs nächste Jahr ändern. Wir haben teilweise, und das ist jetzt keine Werbung, von Ikea so ein lebensmittelechtes Plastikgeschirr, so ein Behältnis. Ja, wie eine Box, Plastikbox. Plastikbox, ja genau. Was du zumachen kannst dann, und das füllen wir auch, machen ein Netzerl auf, wie so ein Fütterbehälter selber baut quasi, aber angepasst an unsere Höhe. Das war nämlich das große Problem, wir haben keine fertigen Futterkübel nehmen können, weil die höchstens 160 mm hoch sein dürfen, weil wir ja Halbzagen haben. Ne? So, die gibt es nicht. Was machen wir? Wir machen es uns selber. Ne? Genau. So ist es. Jetzt haben wir halt geschaut, preislich ist es ungefähr 50 Cent, 1 Euro teurer als wie ein fertig gekaufter Kübel. Das heißt, das ist vertretbar. Wir sind flexibler, absolut. Wir können das Zeug hernehmen, was wir bereits machen, also die Halbzagen. Der steht nicht oben aussehen, und damit funktioniert das relativ gut. Ne? Ja, also vor allem, Sie haben dann auch, wenn es wirklich kälter werden sollte, in den Nächten nicht so einen hohen Aufstiegsraum. Das heißt, Sie müssen nicht aufhören wie der Oberkrabbel in der Kötte. Das heißt, es könnte ja wie eine Kältebrücke sein, dass da gar nicht mehr drüber aufgegangen und eventuell nicht zum Futter kommen. Wir verkürzen das genau um den Aufstiegsdom. Das sind dann auch 5 cm auf oder mehr sogar. Mehr sogar, ja. Und das gleiche wie der Obi. Genau. Und, sagen wir mal 15, 16 cm auf und nieder, damit sie mal in den Futterbehälter reinkommen und dann wieder rauskommen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir machen es der Biene leichter, und das soll einfach die 3 cm aufgehen in das Futtergeschirr, das abnehmen. Das hat sich ja in die ganzen YouTube-Videos eigentlich bewährt. Wir haben, wie gesagt, nur das Problem gehabt, dass der Standardfutterkübel zu hoch war und nicht in unsere Halbzagen reinpasst. Jetzt haben wir halt quasi selber eine Lösung gesucht und dementsprechend auch gefunden. Wir haben auch so eine Variante bereits im Einsatz. Ob das funktioniert oder nicht, muss man erst schauen. Wir reißen es jetzt natürlich nicht, was kalt ist, aber dürfte nicht so schlecht funktionieren. Also, du hast dich umdrehen, sodass die Futteröffnung unten ist, dass der Vakuum erzeugt, dann rinnt ein bisschen was außer, bis das Vakuum halt in dem Gefäß drinnen ist. Und die Bienen nehmen dann nur das an, was brauchen. Das funktioniert, so wie es ausschaut, nicht so schlecht. Schauen wir mal, ob es wirklich so ist. Genau, das ist einmal die Variante. Dann haben wir ja unser schlaues Bienenbuch. Ne? Weil im Endeffekt ist es so. Du gehst hin zum Stock, es schaut alles gleich aus. Glaubt man, am Anfang. Am Anfang, ja. Es schaut alles gleich aus, und die Tätigkeiten als Anfänger weißt du ja noch nicht wirklich. Ne? Und dann kommst du ein bisschen durcheinander, hast ein bisschen einen Stress und dann... Ne? Ja, aufgeregt bist du auch. Ja, das kommt auch noch dazu, und machst ja alles richtig natürlich, ne? Logischerweise als Anfänger. Und haben wir gedacht, wir machen das so, ne? Geht schon. Einmal. Dann sind wir das war im größeren Garten, dann sind wir heimgefahren. Eh nur 20 Kilometer oder so, ne? Und daheim haben wir nicht mehr gewusst, was wir da haben. Wir haben es zwar Foto dokumentiert, ja, eh. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, gell, aber du bist dann so konzentriert, und
wenn du da das erste Mal reinschaust, das erste Mal so einen Durchgang machst, dann denkst du, was war jetzt in Stock 1? Ah, nein, das war in Stock 3. Oder nein, das war doch im 2er. Und du kommst dann durcheinander und deswegen. Stockkarten haben wir noch keine, deswegen haben wir ein schlaues Buch. Unsere Stockkarten schaut quasi so aus. Also momentan, nein, wir haben mehr mitgeschrieben, als was wir müssen, hätten, sollen, dürfen. Einfach aufgrund, dass wir selber ein bisschen Orientierung haben, was haben wir gemacht, was ist ungefähr passiert, dass du nachschauen kannst. Wir haben sehr viel Foto dokumentiert, wobei man sagen muss, also externe Faceplotten ist mir eingegangen. Ja? Könnt ihr euch eh vorstellen, wie drauf war? Ist so. Es sind einige Sachen, waren zum Retten drauf, aber es war natürlich viel Material, was draufgegangen ist. Und jo, das war ein bisschen blöd. Das muss ich erst sichten. Im Grunde, vielleicht 2 Drittel sind überblieben, 1 Drittel ist tot, mehr oder weniger. Ne? Von dem Videomaterial und Fotomaterial. Wir werden das nächste Jahr ein bisschen anders machen. Eher in der Kurzvariante mit Zeichen und Kennungen, weil es einfacher und schneller geht im Endeffekt. Die Tätigkeiten sind ja eigentlich immer die gleichen. Die Reihenfolge ist halt nicht immer das gleiche. Ne? Einmal muss das machen, einmal muss das machen. Dann muss das machen aufgrund von, weil halt irgendwas passiert ist. Das werden wir mitdokumentieren, ja, aber nicht mehr so richtig ausführlich, Schritt für Schritt, weil es eh fast immer das Gleiche ist. Ne? Wir spekulieren ja drauf, dass wir zumindest 2 Völker überwintern. Eins im großen Garten, eins bei uns, nehmen wir Haus. Und eins wird halt, ist ein Fragezeichen. Ne? Und das ist tatsächlich so, dass wir Chance hätten, dass wir einen Frühjahrshonig zusammenbringen, der da bei uns neben dem Haus ist. Wir haben da, also Linde ist ja bei uns ungefähr so Mitte Juni haben wir da. Wir haben aber vorher auch schon ein bisschen was, so im April, was es genau ist, weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich einiges, was blüht und möglicherweise auch Nektar bringt. Ja, wir haben hinten ja Wildbachverbauung, genau. Für Weiden, also Rosel. Wir haben, ja gut, das bringt ja nichts. Das bringt jetzt keinen Honig, aber ja. Bollen dafür für die Brut. Genau. Wir haben Kastanien, ja. Wir haben Berberitzen, ganze Hecken, die was uns vorher nie aufgefallen sind. Das sind die komischen roten und grünen kleinen Hecken mit den Stacheln drauf. Und die haben Blüten und die sind extrem nektarreich. Haben wir, bevor wir uns mit Bienen befasst haben, nicht gewusst, dass das so wertvoll ist. Gell? Und da haben wir in der Siedlung etliche Hecken, also etliche Laufmeter, also auch super. Gell? Linden, Kastanien haben wir schon gesagt. Ja, und der Haufen anders ist ein Mischmasch. Also, wir sind ja relativ knapp neben dem Wald. Also, nicht jetzt Nadelwald, ein Waldhonig in dem Sinn kriegen wir so nicht zusammen, aber so ein Waldblütenhonig, das geht auf alle Fälle. Himbeeren, Himbeeren. Ja, und viel Gestauderwerk. Ne? Also, von dem her sind wir eigentlich da relativ da, gut. Da in der Gegend jetzt einmal. Im anderen Garten haben wir ja Buchweizen angebaut, einfach als Bienennahrung und so weiter und so fort. Nur kleine Versuchsfläche, also, das war vielleicht, was ich, 15 mal 5 Meter oder so. Der hat im Endeffekt 5 Monate blüht. Ne? Der war Wahnsinn. Ein Bienenmagnet. Wir werden das nächstes Jahr wieder machen. Ein bisschen, mal schauen, davon gibt es Videomaterial. Das werden wir aber gesondert irgendwie machen dann. Und das war echt cool. Ne? Das war unproblematisch. Den saß da, der wächst relativ schnell. Und dann hast du 3, 4, 5 Monate, je nachdem, hast eine Blühmasse da. Ne? Plus das andere Zeug, was wir sonst noch im Garten haben. Und irgendwann einmal das Jahr, das muss gewesen sein, so um den August haben wir die Wärmebehandlung haben wir da gemacht. Ja genau, und machen den Stock auf und wollen die Waben austun, also die Bienen abschütteln, Waben austun und machen auf und denken wir, das gibt es jetzt ja nicht, gell? Der stinkt. Ja, der schweindelt ein bisschen. Ne? Und da war relativ viel Buchweizen dabei und der riecht wirklich intensiv nach warmen Schweinestall. Nach warmen Schweinestall, ne? Der Honig auch noch für sich. Beziehungsweise ist ja kein reiner Sortenhonig gewesen, wir haben ein bisschen was gekostet. War sehr würzig, mit sehr viel Blüten- und Blumengeschmack drinnen, vielfältig, weil es ja kein reiner Sortenhonig ist. Ne? Und wenn wir das auf die Reihe bringen nächstes Jahr, dann bist du deppert. Schmeckt richtig cool. Ja, musst du halt nur im Geruch wegdenken. Also das musst du ja, auch tun. Der verflüchtigt sich ja, wenn er ein bisschen steht, beziehungsweise wenn er vermischt ist mit was anderem normalerweise. Ne? Ist aber relativ geschmackig. Ne? Mhm. Und wenn wir dort hinkommen, na, das passt dann schon. Ne? Das darf man auch schmecken. Wir haben ja, ja, wie gesagt, kurz vor der Wärmebehandlung, also vor der Varroa-Behandlung, haben wir die Bienen einmal aufgemacht und wir haben Naturbauwaben drinnen gehabt, teilweise. Die waren sehr mit Honig gefüllt. Unglaublich. Und da ist uns eine
Brochen. Brochen. Ah, das ist ein Schwaber. Der hat gehabt so 4,5 Kilo um und um, ne, und das hat in der Naturbau, der abbiegte auf die Rammel, hat das nicht wirklich ausgehalten, es war relativ warm. Wir haben dann, blöderweise haben wir es irgendwie einmal so Erschütterung oder geschüttelt, indirekt, ne, weißt du auch nicht, ne, mach es genau einmal, beim nächsten Mal dann nicht mehr. Und die haben wir zur Hälfte mitgenommen, also in ein Gefäß rein, und dann haben wir einen Wabenhonig gehabt. Ne. Und das war schon ein sehr geiles Teil, ne, muss man sagen. War so geil. War der, was, also Naturwachs, ne, Wachsbau halt. Ne. Und der alles, erste eigene Honig? Der erste eigene Honig, nur halt vermischt in dem Scheibenhonig, Wabenhonig drinnen halt, ne, was du rauslöffeln hast können, das war wirklich geschmackig. Also muss man sagen, werden wir nächstes Jahr vielleicht auch probieren wieder, aber in einer anderen Variante. Ne. Nicht. Also es ist tatsächlich so gewesen, wir haben einen Fehler gemacht beim... Unser System war ja so, wir haben unten einen Brutraum, engen die Bienen auf die Masse, also auf den Platz, das brauchen, dann haben sie unten keinen Platz mehr für den Honig und tragen den auf. Ne. So war unser Plan gewesen, wir haben es also gemacht, die Bienen haben das nicht gemacht. Die haben das komplett ignoriert, was wir wollen. Ne. Haben natürlich dann den Honig unten eingetragen und nicht in den Honigraum. Ja, okay, ist halt so, es geht die Welt nicht unter. Da haben wir seitenweise, also von jeder Seite, wo wir Imkergespräche gehabt haben, wie kennt sie nur, ich hab das falsch gemacht, die Welt geht unter, wenn wir jetzt keinen Honig haben. Wurscht, ne? Genau, die Bienen haben es total gefreut, wir haben bis in Herbst rein, bis auf den anderen Stock extrem ruhige Bienen gehabt, denen war alles sowas von wurscht, die haben eine gut gefüllte Futterkammer gehabt, also die waren komplett glücklich. War okay, für uns war es eigentlich ein gutes Miteinander mit den Bienen, ne? Das passt genau und wir sind jetzt, es wäre schön gewesen, wenn wir einen Honig rausgebracht hätten, ja eh okay, dann hätten wir noch mehr Stress zusammengebracht vielleicht, weil dann war die Schleuder noch nicht fertig geworden, dann war das noch nicht, die Lagergefäße hätten gefüllt, dort und das und es ist so, wie es ist und es war gut, wie es ist. Ganz einfach. So. Jetzt ist es halt so, ne? Ist es halt so? Behandlungstechnisch ist ja auch so ein Thema, ne? Wir haben eigentlich schon von Anfang an gesagt, wir wollen nicht zu viel Chemie für die Varroa-Behandlung nehmen. Sprich, in dem Sinn, Ameisensäure ist natürlich ein Mittel der Wahl, funktioniert. Ist aber teilweise in der Anwendung ein bisschen problematisch, es müssen alle Umstände zusammenpassen. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren was anderes. Wir haben uns dann geeinigt auf biotechnische Maßnahmen, Drohnenbrut schneiden und solche Geschichten. Teilweise nächstes Jahr werden wir einführen den Ablauf in der Duo-Wabentasche, also das Einengen in die Duplex-Wabentasche. Ne? Damit die Königin nur dort drinnen legt mehr und mit den Waben fährst du dann im Endeffekt an, beziehungsweise verwendest weiter für Ableger und solche Geschichten halt. Ne? Zusätzlich kombiniert mit einer Wärmebehandlung. Jetzt ist es so, okay, ich löse jetzt gerade einen Glaubenskrieg aus, ist mir klar. Ne? Wissen wir. Und alle, momentan sind wir so 1030 Abonnenten. Danke übrigens für das. Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang schon sagen. Wie immer, auf alle Fälle danke, dass ihr uns abonniert habt. Und obwohl wir nichts machen, wächst der Kanal trotzdem weiter. Es werden auch andere Zeiten wieder kommen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Im Endeffekt, Wärmebehandlung. Ne? Das ist, ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr so ein Apparat, der ist, na, eine große gelbe Kiste. Ja, so breit ungefähr, 1,20 Meter Breite, 60 in der Hecken, also schon so eine Box ist das. Ne? Und in der Box werden die Brutwaben reingehängt. Ich mache jetzt keine Werbung, es gibt mehrere Varianten. Wir haben eins probiert davon. Davon gibt es dann ein eigenes Video. Wir sind da relativ neutral auf das Thema hingegangen, haben uns eingelesen ein bisschen, haben ein bisschen recherchiert. Und im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, okay, bevor ich mir so ein Gerät kaufe, das kostet jetzt Adlerwiener im Endeffekt, für einen sehr fragwürdigen Nutzen. Denkst du am Anfang. Ne? Dann haben wir gedacht, okay, bevor ich mir das kaufe, ich miete das einmal. Genau, wir borgen uns das aus. Genau, wir borgen uns das für ein Wochenende aus. Das kostet, naja, nicht einmal 100 Euro haben wir da. Jetzt wird sagen, okay, 100 Euro, ja, es ist so, wie es ist. Ich habe mir das gemietet, passt. Ne? Sind zu dem Imker hingefahren. Der hat behandelt mit dem System schon seit Jahren ca. 250 Bienenvölker. So. Der ist sogar bei uns in der Nähe, wir haben es nicht gewusst, weil wir einfach dann erst recherchiert haben.
Und mit dem haben wir geredet. Und der hat uns das tatsächlich, der hat uns dann mitgenommen am Stand, hat uns das erklärt, wie das alles so funktioniert und Hintergründe dazu gesagt. Ja, ja, quack, ne? Eh schon wissen. Muss man aber auch sagen, das war der erste Imker, oder? Wirklich der, was uns mit unserem System nicht auf Ablehnung oder mit Ablehnung entgegengekommen ist und gesagt hat, findet er super, hat seine Berechtigung, wie jedes andere auch. Hat natürlich Vor- und Nachteile, so wie jede andere Geschichte. Aber auch, lernen müssen wir alles. Genau. Und ob wir jetzt das lernen oder wieder umlernen, für uns, wir haben uns für das entschieden und finden das auch heute noch immer super. Und hat uns wirklich da in sein Fachwissen eingeführt und hat uns da alles Mögliche erklärt. Am Anfang war es fast ein bisschen viel, gell, weil genau, wir nichts damit anfangen haben können. Und wir waren wirklich einmal dankbar, dass wir ihn getroffen haben, der was uns da einfach nicht sagt, wow, was ihr da macht, das ist ein Blödsinn und hin und her, sondern findet er super, wenn wir was brauchen, sollen wir uns melden. Genau so ist es. Ne? Da haben wir einfach so ein bisschen eine gute Konversation gehabt, mit wirklich ehrlichen Aussagen dazu, was geht, was nicht geht. Dann haben wir uns, wie gesagt, das Gerät ausgeborgt, sind in den, also in den Garten gefahren mit den zwei Bienenstöcken, haben die, und dann haben wir schon mal das erste Theater gehabt. Ne? Wir haben ja eigentlich nur Brotwaben. Genau. Weil wir ja keinen Honigraum haben, weil die Bienen ja alle unten drinnen sind. Ja, ne? Weil sie gesagt haben, sie pfeifen im Honigraum. So, was tun wir jetzt? Das war ja unlogisch, wenn wir alle Brotwaben ausreißen und in das Wärmebehandlungsgerät. Das hat im Hirn nicht ganz funktioniert. So, dann stehen wir vor dem, in der Theorie super, aber in der Praxis stehst du wieder Christi Depp. Ne? Ja, und vor allem haben wir ja gedacht, ja gut, wir werden vielleicht ein, zwei Brotwaben haben. Ja, haben sie uns auch schon hergestellt. Alles war voll. Es war alles voll. Die haben richtig Gas gegeben, die Mädels. Also im Endeffekt haben wir 7 Brotwaben gehabt und kein Honig. Also keine reine Honigwaben, es war eine Futterwabe dabei. Aber 7 Brotwaben ungefähr, also 6, 7, also manche waren ein bisschen mehr, manche weniger. Und dann stehen wir vor dem Stand und denken uns, wir können nicht einfach alle reinhauen. Wir können nicht die Brotwaben alle rausnehmen und in das Wärmebehandlungsgerät reinhängen. Wo standen dann die Bienen dann? Dann haben wir das einfach spontan entschieden, haben das rausgenommen, haben die Bienen wieder in den Stock eingekehrt, in die Beute quasi. Ne? In eine andere Kiste dabei, das verschlossen, dass die Bienen nicht wieder zurück zu den Waben gehen. Genau, eine, ne? Und dann haben wir halt die Bienen von der Brut separiert gehabt, die Brutwaben in dem Sinn quer durch den Garten in das Wärmebehandlungsgerät eingehängt, weil genau nur dort der Strom ist, ne? Und weil wir genau nur dort das machen haben können, weil wir so verwinkelt sind überall. Es ist, wie es ist. Nächstes Jahr wird es ein bisschen anders vielleicht. Und, na gut. Haben wir halt einfach nur eine normale so eine Mittelwand eingehängt und haben gesagt, dass wir jetzt irgendwas haben. Damit sie mal sitzen können, ne? Ja. Damit einer nicht fad wird. War bestes Flugwetter, ne? Denen war das vollkommen wurscht, die sind rausgeflogen, haben eine tägliche Arbeit quasi gemacht. Ne? Und wir waren höchst besorgt, dass wir ja nicht noch. Ja. Wurscht, auf alle Fälle. Die Wärmebehandlung funktioniert im Grunde ja so, also die Brotwaben kommen dort rein, das wird verschlossen. In dem Kasten wird ein Mikroklima erzeugt, also so um die 43, 44 Grad, plus ein bisschen Luftfeuchte, das wird sensorgesteuert. Und der Temperaturunterschied, was die Bienenlarve verträgt zur Varroa-Milbe, ist genau das. Also die Varroa-Milbe verträgt weniger, die Bienenlarve ein bisschen mehr. Und die erhöhte Temperatur bringt quasi nicht gleich, aber zumindest in den nächsten paar Tagen schädigt die Varroa-Milbe tatsächlich so, dass die stirbt. So, das haben wir nicht glauben können. Es klingt logisch, aber es klingt erst logisch, wenn du das selber machst. Ne? Und, na gut, wir sind da relativ neutral auf das Thema gegangen. Wenn es nichts ist, dann muss man etwas anderes überlegen. Ne? Passt. So eine Wärmebehandlung dauert ca. 2 Stunden. Ist jetzt relativ, hört sich relativ viel an und man denkt auch, das ist verlorene Zeit, aber während den 2 Stunden, bei 3 Völkern ist es jetzt nicht so tragisch, aber wenn du einen größeren Stand hast mit 30, 40, 50, 70 Völkern, hast du natürlich mehrere solche Boxen dann hast. Wir haben einmal im Oktober sind wir zu einer Vorführung, einer Praxismitarbeit eingeladen worden vom gleichen Imker und auch vom Hersteller. Da sind wir wieder relativ neutral hingegangen und haben dort mitarbeiten dürfen. Ne? Genau, und haben eigentlich an dem Tag 50, über 50 Steck durcharbeiten dürfen mit 2 Profis. Haben extrem viel gelernt, muss man sagen, gell? Ja. Wie die Handgriffe sind, wie schnell das gewisse Sachen gehen könnten, aber trotzdem die Ruhe am Stock oder bei den Bienen erhalten bleibt. Also muss man sagen, wirklich top. Haben wir wirklich einmal schauen können, wie das im größeren Stil funktioniert.
und waren eigentlich dann den ganzen Tag dabei. War relativ wenig Anklang, muss man sagen, weil wir waren nur zu dritt. Genau, es ist auch noch für sich, die ganze Veranstaltung ist ja nicht kostenpflichtig oder irgendwas gewesen, war im Facebook publik, also das haben sie quasi so als öffentliche Veranstaltung ausgeschrieben kommen. Wer kommt, ist gern gesehen, willkommener Gast, kostet nichts, jeder kann seinen Beitrag leisten, wenn wer mitarbeiten will, okay, na, war ein bisschen offen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir zu zweit, oder beziehungsweise zu dritt waren wir dort, einer ist dann noch nachgekommen. Und da sieht man mal, dass die ganze Facebook-Scheiße im Endeffekt für nichts ist. Ne? Da haben sie viel diskutieren, viel bla bla, und im Endeffekt, wenn es drauf ankommt, kommt keiner. Ne? Genau. Das hätte nichts gekostet und jeder hat die große Klappe gehabt. Genau, und ich finde aber, wenn man schon eine sehr Meinung über was bildet, sollte man eigentlich auch wissen, von was man redet. Wir haben es zwar im Sommer selber schon probiert gehabt, nur natürlich einmal mit drei Steck, da bist du jetzt kein Wunderwutzi dann deswegen. Aber man muss sagen, wenn du dann dort wirklich mit Profi imkerst, die was erwerblich imkern, die leben von dem Ganzen, das erklärt kriegst am Stock, an den Bienen, wie der die Kontrolle macht im Stock, auf was er schaut, mit einem Blick, was der, keine Ahnung, alle möglichen, er schaut, checkt die Krankheiten, wie schaut die Brut aus, gibt es irgendwelche Fehlbildungen. Also du hast dann nach dem ganzen Tag einen ganz anderen Blick gehabt, warst natürlich voll geschlaucht, das muss man auch sagen, weil du bist voll gefordert, also nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und wir haben wahnsinnig viel gelernt, und wenn solche Imker, die was wirklich davon leben und 250, 300 Steck haben, das über Jahre schon praktizieren und sehr gute Erträge damit einfahren und sehr gesunde Bienenvölker haben, dann muss irgendwas Wahres dran sein. Also genau, das war eigentlich unsere Hoffnung, unsere Spekulation auf das. Ne? Und da muss man auch sagen, der Tag war, das war Mitte Oktober, war sehr warm, also war durchaus extrem gutes Flugwetter und so weiter. Und weil ich vorher gesagt habe, die Wärmebehandlung dauert ca. 2 Stunden. Plus minus, hängt von der Größe auf vom Gerät und von der Wabengröße, was du reinhängst natürlich. Ne? Die 2 Stunden waren eher knapp bemessen, dass du mit den anderen Tätigkeiten gerade noch dort hinkommst. Ne? Das heißt, das ist keine verlorene Zeit, du kannst andere Sachen machen am Stand. Futterkübel aufgefüllt haben, Windel reinigt, alles Mögliche. Und das ist jetzt keine tote Zeit, sondern eine gute Überbrückung für andere Tätigkeiten. Wenn die Behandlung fertig ist, baust du es wieder retour, die Bienen. Gibt es ein gewisses System, damit du den Wabenaufbau nicht verwechselst. Wenn du dich an das hältst, passt das genau. Und das war extrem wichtig, dass wir das einmal durchgemacht haben, mitgemacht haben. Also war sehr beeindruckend und funktioniert auch relativ gut. Ne? Wir haben, wie gesagt, die Wärmebehandlung haben wir einmal im August durchgeführt, mit dem Mietwochenende. Wir machen die Behandlungsvariante so: Wärmebehandlung plus Oxalsäureverdampfung und halt biotechnische Maßnahmen. Das war so der Plan für nächstes Jahr. Wenn das so nicht aufgeht, muss man ein bisschen flexibler sein und umdisponieren. Ne? Genau. Und da ist es tatsächlich so, dass, ich will jetzt da kein schlechter im Endeffekt, aber teilweise ist es in der Imkerschaft so, dass ein bisschen die Flexibilität fehlt. Ne? Viele haben ein System, das vom Vater, vom Urgroßvater übernommen haben, wissen, dass es anders funktionieren könnte, machen es aber nicht. Und dann ist es sehr schwer in der Umstellung zum Beispiel. Ne? Einfach nur so aus den Erfahrungen mit den Leuten, mit denen wir geredet haben. Es gibt natürlich andere auch, ich will das jetzt nicht pauschalieren, aber das schreckt teilweise einen Anfänger ein bisschen ab, ne? Weil du nicht wirklich weißt, was dich hinorientieren sollst. Ne? Wir werden das auf alle Fälle jetzt einmal so probieren, wenn es nicht geht, müssen wir was anderes machen. Ne? Der Plan für uns ist eigentlich der, wir hätten das ganze Thema mal auf 2 Jahre angesetzt gehabt, 2 Jahre sind zu wenig. Wir setzen das Thema jetzt auf 3 Jahre an. Nach 3 Jahren solltest du dann einen Plan haben, wie es funktioniert. Nach 5 Jahren dann den weiterführenden Schritt machen. Machst du das größer, machst du das erwerbsmäßig, machst das. Also wenn du nach 3 Jahren oder 5 Jahren keinen Spaß draus, keinen Erfolg hast, dann wird das sicher aufgehört. Ne? Aber da muss man auch dazu sagen, Spaß macht uns auf alle Fälle. Spaß macht es, ja. Das. Es ist unglaublich interessant, was die Biene oder der Bienen leistet im Kollektiv, wie so ein Stock funktioniert. Also es ist unglaublich. Ich finde eigentlich, dass das ein wunderschönes Hobby ist. Man muss jetzt nicht gleich, keine Ahnung, 200 Steck haben. Wir haben ja sonst auch noch was zu tun. Aber ich sage, dass das schon ein sehr, sehr tolles Hobby ist, auch im Sinn auf die Bestäubungsleistung, generell für die Natur.
Und wir haben einen richtigen Spaß eigentlich damit. Ja, es war ungewöhnlich, dass das eigentlich, obwohl ich habe eine Abneigung gegen Bienen gehabt, wenn sie mir halt ein bisschen zu nahe gekommen ist. Das ist halt einfach so gewesen. Ne? Das hat sich aber relativ rasch gelegt. Natürlich, ein Bienenstich ist auch unangenehm. Und das letzte Mal, wie ich bei den Bienen war, so, ich glaube, es geht wieder. Die Kamera hat ein paar Macken gemacht. Auf alle Fälle, das letzte Mal, wie ich bei den Bienen war, im November, waren wir ein bisschen spät dran, dann war es eher knapp. Das Wetter war scheiße und überhaupt. Und die Bienen waren ein bisschen angezipft. Allerdings nur der Stock, der mit der kleinen Bienenmasse. Die anderen waren tiefenentspannt, denen war das komplett wurscht, was ich da gemacht habe. Und dann war es aber tatsächlich so, dass mir eine Biene unter einen Schutz eingegangen ist. Die war dann vor meinem Gesicht schon ein bisschen hypernervös und ich dann dementsprechend auch. Und dann ist das Ganze leicht in Panik umgeschwenkt. Die Biene hat nicht überlebt, ich schon. Und dann war ich aber auch wieder froh, wie ich es zugemacht habe. Und im Endeffekt, also das war definitiv der falsche Zeitpunkt, ne? Muss man auch sagen. Allerdings, es war eine notwendige Tätigkeit, die wir eigentlich schon früher machen hätten sollen, wir aber nicht gemacht haben, weil wir wieder mal keine Zeit gehabt haben oder weil wir nicht wussten. So ist das Bienenthema im Endeffekt. Ja. Das haben wir genug gekriegt, oder? Naja, wir werden uns bemühen, dass wir jetzt da schauen, dass wir ein bisschen was von dem, was wir gesammelt haben übers Jahr, über die Zeit, wo man sagt, wo eher ein bisschen YouTube-Zeit ist, ein bisschen Fernsehschau-Zeit ist, ein bisschen was auszubringen. Dass wir das alte Material, das was wir eigentlich übers Jahr gefilmt haben, dass ihr mal wisst, wie es im Garten weitergegangen ist, wie wir uns mit unseren Bienen aufgestellt haben, wie so eine Bredel entstehen, das haben wir ja alles auf Video, dass wir das ausbringen. Und dann bleibt uns eigentlich nur mehr übrig, dass wir schöne Feiertage wünschen. Ja, genau. Genau. Nachdem das ja quasi kurz vor Weihnachten ist, damals als ob das zu Weihnachten wäre. Genau, in dem Sinn. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Genau, und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, war es jetzt höchste Zeit dafür, dass ihr abonniert. Ja. Grüß euch.